Gleich in den TV Berlin Nachrichten. BVG möchte die Maskenpflicht im ÖPNV nicht kontrollieren. Bildungssenatorin Scheres fordert Öffnung der Spielplätze. Und das Wetter? Morgen wird wieder ein sonniger Tag. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 23 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 22. April 2020. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen die ab Montag geltende Maskenpflicht im ÖPNV keinen gesonderten Kontrollen unterziehen. Stattdessen appelliere die BVG an das Verantwortungsbewusstsein der Fahrgäste. Busfahrer und andere Angestellte der öffentlichen Verkehrsmittel könnten Fahrgästen ohne Mund-Nasen-Schutz den Zutritt zum Fahrzeug auch nicht verweigern. Ähnlich sehe die Situation auch bei der Berliner S-Bahn aus, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen Masken zudem weder verteilen noch verkaufen, wie eine Sprecherin der BVG am Mittwoch erklärte. Angesichts der erwarteten steigenden Zahl der Fahrgäste sei dies nicht umsetzbar. Die Mitarbeiter der BVG würden hingegen mit Atemmasken ausgestattet werden, um die gesetzlichen Hygienerichtlinien einzuhalten. Die Berliner Landesregierung hat die ab Montag geltende Maskenpflicht gestern in der Senatssitzung beschlossen, um die Übertragung des Coronavirus einzudämmen. Bei Missachtung der Maskenpflicht droht zunächst kein Bußgeld, wie der regierende Bürgermeister Michael Müller mitteilte. Bildungssenatorin Sandra Scheres fordert, die öffentlichen Spielplätze wieder für die Nutzung zur Verfügung zu stellen. Laut der Senatorin müssten vor allem Kitas ohne eigene Außenanlagen die Spielplätze wieder nutzen können. Auch Familien mit Kindern seien darauf angewiesen. Selbst wenn man die Spielplätze nicht wieder komplett öffnen wolle, könne man Regelungen für eine eingeschränkte Nutzung finden, so die Senatorin gegenüber der Deutschen Presseagentur. Der regierende Bürgermeister Michael Müller hatte am Dienstag nach der Senatssitzung betont, dass die Entscheidung über die Öffnung der Spielplätze bei den Bezirken selbst liege. Die Veranstalter der internationalen Funkausstellung IFA arbeiten angesichts der Coronavirus-Beschränkungen an einem Alternativkonzept. Wie die Elektronikmesse genau ablaufen soll und ob sie gegebenenfalls ins Internet verlegt wird, ließen die Verantwortlichen aber noch offen. Fest stünde, dass die Messe aber nicht im gewohnten Rahmen stattfinden könne, so die Veranstalter. In den Messehallen am Berliner Funkturm zeigt die Industrie Jahr für Jahr neue Unterhaltungselektronik und Hausgeräte. Im vergangenen Jahr kamen rund 245.000 Besucher. Die diesjährige Ausgabe der internationalen Funkausstellung ist vom 4. bis zum 9. September geplant. Die Anzahl der Straftaten ist in der Corona-Krise stark zurückgegangen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurden allein in der vergangenen Woche knapp 61% weniger Taschendiebstähle gegenüber dem Vorjahreszeitraum registriert. Wohnungseinbrüche gingen um fast 65% zurück. Auch der Diebstahl von Autos sank mit einem Minus von knapp 77% drastisch. Kommen wir nun zu den Wetteraussichten. Die heutige Nacht wird wolkenlos. Regen haben wir also nicht zu erwarten. Vereinzelt ist aber mit Nebelfeldern zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf kühle 4 Grad. Morgen erwartet uns erneut ein sonniger Tag bei frühlingshaften Temperaturen von bis zu 22 Grad. Im Laufe des Tages können höchstens ein paar Schönwetterwolken aufziehen, ansonsten bleibt es trocken. Am Freitag lacht uns wieder die Sonne entgegen. Es bleibt den ganzen Tag heiter und warm. Das Thermometer klettert dabei auf maximal 22 Grad. Die Aussichten für das Wochenende sind weniger schön. Uns erwartet ein Mix aus Sonne und Wolken. Dabei sind sogar einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen sinken auf maximal 16 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen.